Mahlzeit Mädels und willkommen beim Feedshop. So, heute haben wir wieder euer Lieblingsformat. Oder wissen von manchen Leuten ist es auf jeden Fall, die hören den Punkt noch ganz gerne. Deswegen habe ich gedacht, machen wir mal wieder. So, ich habe übrigens einen neuen Bart. Ich habe so einen richtigen Psychologen-Goatee-Bart. Der hat mir Tina geschnitten. Sagt ihr mal, komm, mach mal über den Goatee. Ich sag ja, Goatee ist voll 90er, hau mal rein. So, naja, Fakt auf jeden Fall ist, wir gurken jetzt heute woanders hin, nach Farel. Oder bei Farel, nach Marshallmöbel. Da ist heute wieder ein großer Flohmarkt. Und heute haben wir eine Flohmarkt-Tour am Start. Ich habe 30 Euro in der Tasche. Da werden sicherlich auch einiges finden. Und hier, ja, ne, das ist der Plan. Vielleicht finden wir dich mal. Na, bei dem Wetter heute hier, da kann er nur geil sein. Deswegen, auf geht, Flohmarkt-Tour. Mal gucken, was wir heute finden. Ich bin offen. Ich suche immer nach Spielen in so einem Getüdel, aber mal gucken, vielleicht finden wir dich mal Brauchbares. Weil der Flohmarkt ist ziemlich groß, ich kenne ihn nämlich schon. Und vor allem bei dem Wetter sind wir nicht gut besucht. Übrigens, hier zum Atomion-Testlauf. Der Golf 1 hat jetzt 485 Kilometer gelaufen, knapp 500 Kilometer. Hälfte haben wir jetzt. Bei 1000 Kilometer gibt es unseren Ölwechsel. Und das Öl wird natürlich nicht weggeschmissen, weil das wird auf dem Wagner von meinem Vater verbrannt. Auf dem Jeep. Vielleicht hilft da ein bisschen was, dass er noch ein bisschen weniger Ölverbrauch hat, das Ding oder sowas. Gut. Abfahrt. Jetzt für ein Erdbeerkörbchen geil, ne? Golf 1 Cabriolet. Bei so einem Wetter wie jetzt kann man nicht so oft vor bei uns im Norden, dann wirklich alles schön, klar und sauber und schön ist. Weil wir haben ja auch Wolken und Wind und so eine Kacke, aber momentan also kann man nicht beklagen. Naja, wie gesagt, so ein Flummer-Video ist übrigens für mich der Dreifache an Überwindung wie ein normales Video. Ihr müsst euch mal vorstellen, ihr rennt über einen Flohmarkt, lauter fremde Leute, die ihr nicht kennt, und seid die ganze Zeit mit der Kamera am Filmen. Ich glaube, ihr werdet angeguckt werdet. Nur mal eben dazu, ne? Ja, was soll's. Ziehen wir trotzdem durch. Man gewöhnt sich an alles. Guck mal, hier ist Rosskamp. Auto aus Rosskamp. Hier kann man Jeeps neu kaufen. So getüdelte Jeeps und. Naja, aber das schiebt jetzt. Ich bin nur aufpolierte Fiat jetzt. Ne? Ich pack mal hier den Fangler von meinen Alten raus. Da machen wir ein geiles Video von. Weil hier, ich glaube, da finde ich interessant. Jetzt, ich hab genau heute ist der erste, ist er wieder auf der Straße. Naja, genug gelabert. Ne? Wie gesagt. Wisst ihr, was hab ich da vor mir? Übrigens hat der Golf 1 als 100%iger Daily hier. Da brauchst du, wenn das in 100%iger Daily ist, da brauchst du wirklich nichts mehr. Wir fahren so mit 7 Litern oder was das für Vergaser haben, ist vollkommen in Ordnung. Ich fahre noch mit dem Sprit rum, den Restsprit vom Mr. Do It Road Trip. Und Atomium hat bisher auch nicht, oder das ist ewig geschrottet oder was. Bisher ist Atomium auch ganz gut hier in dem Auto am Laufen. Naja, Kilometer müssen wir eh voll kriegen. Ne? Obwohl jetzt bei 86C am nächsten Monat oder auf diesem Monat auf der Straße ist, werde ich mal ein bisschen Polo fahren, denke ich mal. Weil der Polo ist praktisch am Transportieren. Weil der hätte die Rückbank herausgebaut hat. Kannst schon Sachen hier reinpacken und sowas. Da wird mein Spezialkombi à la Gurke. Naja, ja. Noch ungefähr 10 Kilometer sind wir da. Dann geht's auf den Flohmarkt. Originale Flohmarktgänger, seht ihr das? Alle parken hier am Rand. Geiler Mini. Hat folgenden Grund. Parken kostet hier 1 Euro. Gespart, so können sie sich hier 1 Euro ersparen. Hier, riesengroßes Ding, ein riesengroßer Flohmarkt. Das ist übrigens ein ganz kleiner Platz. Hier sind auch manchmal Autotreffen und so was. Das ist Marshallmöbel in Altjürden, wo wir jetzt sind. Farel Altjürden. Und die beiden, die kassieren da immer, die da sind. Deswegen, da müssen wir mal kurz gucken. Ich schmeiß vielleicht mal eben 1 Euro rein und dann hier können wir auch schon auf den Flohmarkt drauf. Hoffentlich finden wir auch schon, da ist echt Bock drauf. Oh, mit einem Einser über Stoppelfeld hier. Guck dir den Scheiß mal an. Ey, da steht ein Willys Jeep. Knatsch, knatsch. Ich hoffe, dass er gar nicht vorgebaut ist, dass wir da einen federn müssen. Da hat einer ein paar Platz gefunden, hier aber nicht. Alter Schwede, macht einen Scheiß. Oh hier! Das sieht man nicht breit, ist, weiß ich auch nicht weiter. Geiles Auto. Schöner SL. So richtig Sommer, Mädels. Richtig Sommer, ey. Alter Schwede. Ich sehe bestimmt den ganzen Dreck auf meiner Kamera jetzt. Hier, haben wir das mal gefunden? Da auch, ne? Natürlich, die letzte Ecke muss ziemlich weit laufen.
Aber was soll's, besser so als gar nicht. Übrigens, die Kiste, die hier drin ist, das ist der neue Kühlerschlauch für den Einser. Ich habe tatsächlich einen neuen bestellt, ne? Es gibt doch manche Leute, die hier Malzbier mögen. Alle mögen Malzbier. Dann machen wir so eine Sache ein bisschen Gedanken. Guck mal, das ist ja ein Papa, das ist ja ganz geil hier, so mit dem. Und der ganze hohe Rasen, wenn man richtig trocken ist, können wir vorstellen, haben wir eben so einen Großflächenbrand. Das finde ich mal interessant. Oh, nicht hier. Viel zu warm. Oh, mir auch, du. Was willst du machen? Dann müssen wir durch. Ist Sommer, ne? Sonnenbrille auf und Nase hoch und weiter geht's. Guck mal hier. Ein Parkplatz hier. Wir haben uns mein erstes Kartrennen gefahren. Papa, hab wohl nicht gewonnen, aber. Auf der Tankbahn. Ja, stimmt. Der bin ich wirklich. Ja, willst du machen, ne? Zeiten vergehen. So, hier ist ja der Flohmarkt. Der wird scheiße voll sein. Hoffentlich ist er nicht so abgegrast. Aber hier finden wir noch was Gutes da. So, los geht's. Was haben wir hier? Alles Mögliche. Kreuz und quer. Und Hitze haben wir. Na, ist dir auch warm, Hanna? Ja. Puh. Müssen wir DVDs gucken nebenbei. Finden wir eine DVD für dich? PC-Spiele. Ah. Ja, gucken wir mal. Game Boy Advance-Spiele, Tüdel, 1-Euro-Kisten mit Kinderklamotten. Da ist Tino so pingelig für. Beste Lampe. Könnte von mir stammen. Videos. Ja, Schoki? Ja, wenn du mir ganz mittig auf den Arsch haust, ne, dann kann ich ja nur fragen, was los ist. Was du da hinten eigentlich vorhast. Schönes Schachspiel. Schach war früher auch gut drin. Hab dich. Ja, ja. Ah, hier ist halt viel gemischt. Da sind viele Private sind dabei hier. Das sieht man auf den ersten Blick. Das ist schon mal ganz gut hier. Das ist wieder ein Profi. Ne, da kannst du nicht so fett handeln, aber sonst geht's vollkommen klar. Auf jeden Fall in der nächsten Flohmärkte hier muss ich auch mal einen Stand machen. Ich habe auch so für alten Kram rumfliegen, den ich gerne mal loswerden möchte. Vielleicht von Gurkenrotskrebs, sowas extra Gurkenkohle, weißt du, sowas extra ja, für den Trabi halten. Oh, hast du sie? Sehr gut. Oh, der geht nicht mal vom Süßigkeitenwagen. Das ist doch mal ein Kind, ne? Puh, da willst du dann schon das Buch kaufen, Hanna? So wie früher? Ventiladapter. Fahrraddingsen. Ach, nur von da auf da. Von Fahrrad auf Auto. Die ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber von Auto auf Fahrrad wäre lustiger. Da ist Fahrradteile. Alter Schwede, was ein Haufen Schuhe. Ah, gar nicht mal so einfach hier, ne? Alter, Kompressor, das Auto. Ja, so gucke ich gleich immer, wird dieser alte Kram nämlich anlockt. Ja? Ja? Das ist ja gut. Hauszelt? Was ist denn ein Hauszelt? Ich brauche noch ein Zelt für den Roadtrip. Ich würde mal ein cooles Zelt holen, wenn man irgendwie so werfen kann oder so, wenn man nicht groß ausbauen muss. Also für den Gurkenroadtrip, dass wir noch ein Zelt haben. Das Dachzelt wird, glaube ich, schwerer wie gedacht. Vielleicht dann einfach nur ein normales Zelt mitnehmen. Ne? Daneben legen und dann ist gut. Wer? Grundig Radio ohne alles?
viel alter Kram hier auf jeden Fall hier. Das ist eigentlich schön. Schon um wieder nichts verkehrt gemacht, ne? Auch von Grund nicht. Ne? Hab dich. Fernseher ist cool. Das ist oldschool. Ich hab noch einen Fernseher für dich, für dein Zimmer. Für den. Ja, andere Hand, oder? Mit TÜV. Mit TÜV? Schiff. Ein Schiff? Ich will nach links kurz gucken. Oh, hör mal, da sind viele Platten, viele Singles, guck mal. Und hier, Kassetten. Kassetten. Thias Grützmann, Popshow. Popshow ist mal so zweideutig. Ne, alles nur entweder fünf Freunde oder Schlager. Wolfgang Petri brauchen wir jetzt nicht. Ne? Petri Heil und so. Ist das eine alte Rechenmaschine? Kann ich noch gar nicht mit um. Alte Plaketten. Singles, aber die kannst du wegschmeißen. Kannst du noch für die Wand nehmen. Ne, wir laufen hier gleich weiter, Schnucki. Gucken nur eben den Kram hier ab. Hier ist ganz, ganz viel alter Scheiß bei. Ja. Händchen? Händchen klein geht allein in die große Welt hinein. Ne? Wir haben einen Psychologenbart, den ich jetzt gerade hatte. Da komme ich eh ein bisschen. Ich sag mal hier, da kann ich jeden mit betören. Aber es ist ja viel Abwechslung hier und wenig Profis. Sehr geiler Film. Also machen wir die gleichen. Guck mal, ihr braucht die Dinger mal eben schnell hier vor Ort. Kann man auch machen. Also eigentlich nur eine CNC-Fräse verhaben. Mit Holzkopf drauf und los geht's. Da kannst du dir eine Massenanfertigung machen, diese komischen Schilder da. Ja, Grüße an Jörg, meinen Schwiegervater, der hat nämlich so ein Ding. Na, Hanna? Genau, Hanna. Ich weiß gar nicht, was ich von dir will, ne? Ein Kinderlaptop. Mit VTech drin. Da läuft doch, das ist die Honda-Variante. Hm? Schultasche zu verschenken. Was für eine Knete-Wete? Was ist das denn? Hä? Ach, das ist so eine Knete-Maschine. Ja, das ist eine Knete-Wurst. Das schon, die kenne ich auch noch. Die ist ein bisschen älter. Die gab es doch, wo ich noch Kind war, noch in der Werbung. Hier ein paar LKWs, da haben wir ja den Volkswagen-Club genug von. Hand? Händchen? Oder willst du selber gucken? Ja, früher habe ich mal die Ecke hier hinten gehabt, für mich, wo ich meinen eigenen Wagen hatte. Aber davon nach den Zeiten, bevor der Pontiac rote Nummern lief. Bei roten Nummern stehst du immer scheiße hier, ne? Der CD-Wechsler. Das ist ja immer Giraffendeko. Von anderen willst du auch gar nicht gucken, oder? Hab dich. Hässliche Oper, irgendwelche Filme. Spiele? Hier sind Spiele. Keine Spiele? Nee, sind beide keine Spiele drin. Port Royal. PlayStation 1, das ist ein Titel hier, warte mal. One Piece. Das war Wayman drin. One Piece drauf, Wayman drin. 35 haben wir nicht. Xbox 1, nee, das ist Underground. Ohne Hülle hilft mir das nicht viel. New Vegas für drei. Das ist auch ein geiles Spiel. Unterschätzt, ne? Mal alle, die sowas spielen wollen. Borderlands, habe ich nie richtig groß gespielt. Aber ich suche höchstens 30, suche ich eigentlich gar nicht. Ich suche eigentlich nur Xbox 1, wenn ich dann Xbox suche. Underworld war cool, aber nicht zum Spielen. Ne? Das kannst du halt nicht zum Sammeln nehmen, weil da hat keine Hülle, nichts bei ist. Was haben wir denn hier noch am Start, Schnuppi? Guck mal die Kiste hier an. Oh, das sieht einfach für dich aus. Auf den ersten Blick. Mal gucken. Guck mal, Schnucki. SpongeBob. Muppets aus dem All. Cartoon Network. Ben 10. Da müssen wir mal fragen, was die da verhaben wollen. Hier, Zeitreise. Die Folge kenne ich auch noch, weil die alles verchromt haben. Ah, nee, ist eine andere Folge. Hier, bist du SpongeBob? Wollen wir mal fragen, was das kostet? Ist da eine CD drin? Mhm. Ist auch SpongeBob, beides.
Komm, wir fragen mal. Moin, was kostet hier so eine DVD? SpongeBob? 2 Euro eine. 1 Euro eine geht auch und 2 Euro für... Ja, ne? Okay. Dann hat sie hatte was zu gucken. Ich guck noch mal kurz die Zeitreise an und dann haben wir schon den Geschäft. Mhm. Ja, Hanna. Glaub ich dir. 2 Euro. So, Hanna hat ihre Dingsen gekriegt. 2 Euro. DVD, 1 Euro pro Stück ist okay. Ist aber nicht günstig. Ist eigentlich teuer. Aber für die Halle immer, da hat sie was zu gucken. Aber wenn, wir haben mal Projekte, sag ich mal, wo ich was an Schleifen bin oder so, das ist halt nichts für sie. Da ist sie ja langweilig, kann sie mir nicht helfen. Und dann kann die sich sowas reinziehen. Dafür ist das gedacht. Hier bin ich mal gestanden an der Ecke hier. Wo der Ford jetzt steht. Gucken wir mal eben hier ab, was wir hier noch stehen haben. Ja. CDs. Ne? Das ist Profi. Kann ich kein Geschäft machen. So eine Rolle Schweißdraht wäre praktisch. Autoshampoo. Schöne Blechschilder. Radkappe ist geil. Ganz viel für die Kinder. Vier von den Radkappen auf dem Trabi drauf oder so. War auch lustig. Ein paar Radiowecker haben die am Start. Oh, lass stecken, Hanna. Kann ich jetzt anfangen zu wühlen? Ich kenne das Problem. Du hörst du nie auf damit. Das nimm mal aus, ja. Ja, wir haben echt schon Autos dabei. Haben wir denn hier am Start? Oh, guck mal hier. E34 in schlecht aufgelöst. Oh, guck mal die Sonnenbrille hier an. Feuerwehrklaus. Alles dabei. Aber nicht, dass mich so vom Hocker haut, ne? Den habe ich auch. Den habe ich früher als Kind gehabt. Den war 90er von der ADAC. Na komm, lass uns weiterlaufen, Schoki. Das ist ja schon ein Jaguar XJ. Ja. Na komm. Oh, oh. Und weiter geht's. Radkappen, VW. Ganz einfach auf den Haufen geschmissen. Noch viel Werkzeug bei. Kann ich mal schlecht. Das stimmt mal, wenn ich schlecht bin, meine Treppe vorne. Vor allem, weil ich habe auch keinen Bock, die mir rumzuschleppen. Hm? Den habe ich auch, den hier. Mhm. Denn noch hier. Ihr verkauft ganz coole Sachen, warte mal. Komm mal, Schoki. Das Hosenmuster ist ganz cool hier. Nicht schlecht. Mützen, Harley Davidson Lederkappe, da bist du der König mit. KGB, still watching you, der ist gut. Russischer Geheimdienst. Mikroskop. Yeah. Original Breitling. Also eine Kreuze, hier gibt's alles. Ja, das ist kein Fernglas. Da kannst du nicht weit mitgucken, Anna. Da kannst du nur bis zum Tisch mitgucken. Komm, Schoki. Guck mal, die ägyptischen Breitling sind auch schon hier gelandet. Original ägyptischen Gangster Breitlings. Wo die Eisernen Kreuze, die waren vielleicht noch. Aber der wüsste, was er verkauft. Also deswegen brauchst du da eigentlich kein hier Geschäft machen mit dem. Oh, hier eine PlayStation 3. 40 Gigabyte müsste das sein, wenn der Chromblende dran. Ja, nicht Chromblende. 40er. Ist nicht ganz so interessant. Ja? Blu-ray 5, so viel. PlayStation 3 Spiele. Ah. Das sind nur Glückskarten, Hanna. So gute Besserung und so. Lass uns weitergehen. Der Flohmarkt ist noch riesig. Was soll der kosten? Ja.
Sonnenbrillen. Also gegen so eine 1-Euro-Sonnenbrille habe ich nichts zu sagen. Meine 2-Euro-Sonnenbrille fällt lassen wir auseinander. Die ist nervig, wenn du nach oben guckst, ist nämlich nicht dunkel. Hier, Spiele. Anna, da. Das ist interessant. Starship Troopers. Nee, hier Xbox 1 Titel. Mhm. Ich hab mich so umhaut. Magst du Züge oder was? Ich mag Züge. Da stehen Stocki. Was hinstellen so genau. Das hilft nichts. Weiter geht's. Da können wir jetzt mit anfangen. Wie ist denn mit den Sportspielen? Um Gottes Willen. Fangen wir gar nicht erst mit an mit so einer Tüte. Okay. Robby Williams? Xbox DVD, was ist das denn? Anna, guck mal. Da ist ein Auto. Die ist geil. Die ist geil. Ist sie, ne? Da haben wir doch gar, keine Xbox gewonnen. Da haben wir alles schon was. Das Cover ist geil, ne? Das stimmt. Ja, Rockmusik. Ja, Vater, wird er nicht mitkommen. Sonst hätten wir Vater mitgenommen. Weil Vater ist immer ein Schallplattenjagen hier. Da würde ich als Kassettenjagd, jagt er als Schallplatten. Alter, ist warm heute. Ich schwitze mir einen weg. Henna auch. Puh. Ja, weitermachen und beobachten. Und hier wird ein Start. Ne. Ja? Nee, ist kein Knopf. Batterietrainer. Das ist interessant. Und nicht so interessant. Hm. Ich bin so ein Typ, ich kaufe auf dem Flohmarkt immer so 2 Euro, 3 Euro Artikel oder was. Ich bin mal so geizig, dafür Größeres zu kaufen. Na, Hanna? Will ich einen Geiz tragen? Ja. Du hast doch schon dein Fett weg. Papa, hatte genau den hast du sogar gehabt. Den hast du sogar immer noch. Im Keller ist der, glaube ich. Hanna entdeckt die Massenproduktion. Ja, ich will auch gleich trinken. Wollen wir gleich trinken und finden, trinken wir was. Ich habe nämlich gerade den Fehler gemacht, dass ich das nicht zu trinken mitgenommen habe. Das ist schon ziemlich mollig warm hier, als Hafer Walter. Au, oh, schon die erste Ausfallerscheinung am Verdursten. Burgerbrater, bist du über Zeitreise drauf? Hab bisher noch nicht so richtig was gefunden, ne? Das Bild hier ist ganz geil. Da musst du tragen in warm. Das ist ein geiles Bild. Das stimmt, das hatte ich auch. Genau das. Da habe ich früher mal heimlich meine Kassetten mit aufgenommen. Was du machen kannst, nimmst du eins in einer Hand, so, ne, dann machst du so. Wirklich. Ich nehme gerne eine. Ich hab das schon überhaupt nicht. Also langsam. Ah, hier ist Schatten, Hanna. Naja. Uff. Sind wir fertig, oder? Ah ja, guck mal, der hat Spieler am Start da hinten. Hanna! Du musst nur liegen lassen. Die sind ja mittlerweile auch, die Dinger. Komm her, Schlucki. Fidget Spinner. Oder? Fidget der Spinner. Leben nicht. Moment, ein Conker. Das ist Xbox, das ist ein schönes Spiel. Oh, die habe ich aber gar nicht. Du hast keine Xbox? Nee, keine 360. Ach so. Will nur noch gucken, nach PC spielen hier. Moment, aber du, wenn du hast du gewonnen. Nee. Oh, ballert die Sonne. Ja? Ich habe einen normalen. Was für ein Ding? Ach so, ein Roller. Ich dachte schon, du willst das Fass haben. Das Fass wird auch noch was für dich. Ein eigenes Fass für zu Hause? Das will man unkommentiert lassen. Das ist ein bisschen auf, wie nehme ich mit. Ein Schaukelpferd. Schöner Scheinwerfer. Moin. Was kostet der Scheinwerfer da unten? Der hier?
Bin. Aber warte, guck erstmal. Ja, Leuchtmittel ist ja noch drin, da machen wir noch gehen, ne? Ja, der geht auch. War 3 Euro? 4. 3,5? Ja. Machen wir. Kleiner Arbeitsscheinwerfer für 3 Euro. Oder 3,50. Ja, der ist ganz gut, den kann man nicht festbauen. Ja, den können wir festbauen auf das Rohr, was ich habe, mit dem Reifen dran. Hier können wir jetzt trinken, das habe ich auch gedacht. Also weiter geht nämlich, dann schaffe ich den Flohmarkt gar nicht mehr. Dann ist mir der Elisabeth zu voll. Wo ist denn da hinten hin? Da ist der Fanta Fritzi, glaube ich. Kaffee kannst du nicht trinken. Hier sind die besten Stände, direkt an der Fressbuden dran. Da will ich hier kein Geld verdienen. Ja, das ist mir viel zu voll hier. Ich will mich hier nicht anstellen, da habe ich keine Lust zu. Also der Flohmarktstand, der hier Getränke verkauft, der wäre die Nummer 1, glaube ich. Oh, muss sein, ja, ne? Ey, Digga, dass so heiß wird heute. Naja, was willst du machen? Hier, das ganze Leergut hier hinten. Da können wir einige Gurken betanken. Aber bisher habe ich noch nichts gefunden. Ich habe ein paar PC-Spiele gefunden, aber nichts dabei. Fünf von Gurken, Let's Play, weißt du? Genau, PlayStation 2. Oder Dominator, das war gar nicht mal so schlecht, aber es war diese Silber-Edition. Moin! Wir wollten dich gar nicht sehen, danke. Ich wollte nur gucken, welche Titel du da liegen hast. Dankeschön! Was hast du? Da kannst du ganz viel rausbauen, glaubst du gar nicht. Aber haben wir auch noch ganz viel von. Das kriegst du aber erst, wenn du älter bist. Boah. Ey Leute, brennst du weg. Puh. Ja, ist ganz schön warm in der Sonne. Also mit dem Flohmarktlohn habe ich gerade echt ein bisschen Mitleid. Stimmt. Schüssel mal draußen, SpongeBob Hip-Top. SpongeBob. SpongeBob ist gut. Das wäre vielleicht was. Moin. Was soll denn diese Autogarage hier kosten? Die Autogarage? Jo. 6 Euro. 6? Oh, das stimmt, die ist neu, ne? Papa. Gehen 4 auch, nehme ich die mit? Papa. Oh, na, meinetwegen. Ja, 9 kostet, glaube ich, 15 oder irgendwas. Nee, ich weiß es nicht, ja. Warte, ich pack mal eben kurz meinen Kram bei dir auf den Kram, damit ich... Ah, dann nehme ich meine DVDs aus meiner Ellenbogen. Nimmst du eben deine DVDs aus meiner Ellenbogen? Na, hä? Hier. Super, funktioniert. Ah. Die will nicht mehr tragen. Guck, der will Lucky Lucky machen. Ja, die müssen groß genug sein. Wenn die bei so einem Honda passt, passt der auch immer in der Karre. Original verpackte Auto-Vollgarage für 5 Euro. Nicht das größte Schnäppchen. Hat aber ein bisschen weniger erhofft, aber ist okay. Braucht ihr. Dahin? Oh. Aber hier ist wieder ganz, ganz viel teuer Playmobil-Kram. Der hat meiner gesammelt, wa? Cool, wa? Ach, für dieses große, ne? Für das große Container. Was ist denn das denn? Da kannst du ja das Gurken-Ding kaufen. Aber nicht schlecht. Hey, Gurkendick. Oh, hier, Listerklemm. Das ist der perfekte für den Fuscher hier. Wird nämlich gerade mal so böig. Komm, Schoki. Haben noch ein paar Runden zu laufen. Wollen wir nicht alle unser Geld verjubeln? Für 1 Euro für ein paar Listerklemm? Nee, das kann man gerade so machen. Kostet die neue wohl auch, aber mit so Holz. Listerklemm ist Listerklemm. Nächste Gurkenspiel gefunden von der Gurken-Let's Play. Schlacht und Starling gerade. Da kann auch nur gut sein. Das Vaterland braucht sie, Genosse. Sind wir die Russen oder sind wir die Deutschen da? Da kann auch nur gut sein, von 2011. Dann hauen wir raus. Von welcher Dingsen? City Interactive. Wer das alles so ein bisschen weiß, das ist ein bisschen. City Interactive hat diesen komischen hier Gurkensimulatoren auch zusammen. Das kann nur lustig werden. Also, Gurkenspiel gefunden. Ziel erreicht.
Übrigens 1,50. GTA San Andreas für 3,50. Sieht ein bisschen abgefuckt aus. Von außen, von innen sind noch gut. CD ist auch dabei. Er ist halt die erste Kollektion mit dem Kabel bei und so weit. Die sind ein bisschen höher gehandelt woanders. Ist in Ordnung. Ich habe dieses Spiel in meinem Leben locker schon 20 Mal gekauft. Locker. Aber egal. Muss so, gehört dazu. War alles am Start. Hier kannst du hier Pilot werden, hier kannst du hier Taucher werden. Ja? Alles dabei hier. Nur ein eigenes Horn für die Nase. Kannst du ein Selfmade-Nashorn sein. Ja, Anna? Hier bin ich. Wohin? Hierhin? Willst du denn hier runterfallen oder was? Hier ist der Fahrradweg. Jetzt geht es da runter und da hinten müssen wir hin. Und dann können wir schon mal kaltes trinken gleich. Komm. Schwer. PlayStation 2 Titel, was haben wir da? FIFA 6. Schläuche, Gartenschläuche. Laser, bis zum geht nicht mehr, nicht schlecht. Was hast du, Hanna? Glaube ich nicht. Warst du schon hinter Marsch? Paarpatrol? Dann machst du den Roller da wieder. Er wollte unbedingt einen, ich weiß nicht, ob du damit um kannst schon, ne? Ein City-Roller, der ist ziemlich schnell. Ach so, was ist das denn? Was ist denn das? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja. Ich nehme die mit. Warte, guck mal, die Spiele hier an, die hier sind. Ein Hoverboard fährt. Dann klär das mit deinem Opa, ich gebe da nichts zu. Wir müssen alles noch ein Fahrrad. Nee, zwei Jungsfahrräder. Rollerwerfer, eventuell für Hanna, ne? Schauen wir, was das kostet. Moin Chef, sag mal, was würde der Roller kosten hier? 5 Euro. Nehmen wir mit. Da sagen wir noch nicht nein zu. Ja, Hanna, jetzt einen schönen Roller von mir. Da freust du dich, ne? Da siehst du, stellen wir ein. Warte. Papa, kannst du das tragen? Hallo. Hey, ich hab selber so die Hände voll. Das können wir eben. Und dann einen Haufen. Da haben wir jemanden glücklich gemacht, würde ich mal sagen. Hier. Und ich bin überladen, das und geht nicht mehr. Ich kann gar nichts mehr. Oha. Muss ich reinreden, das hat mir der grüne Meier, aber das ist gleich hier. Naja, ich würde sagen, aus vom Auto. Mehr tragen können wir ja eh nicht. Ja, bin gleich gespannt, wie gut du fahren kannst, wenn wir auf der Wiese sind. Oh, Offroad, oha. Hügel hoch, bisschen, Ja, gut, dass wir hier einen Bildschirmsensor haben auf der Kamera. Ich weiß nicht so sehr wie vor uns. So. Ja, das war unsere Flohmarkt-Tour. Hoffentlich hat es euch gefallen. Ausbeute war okay. Bestes Ding überhaupt für Hanna natürlich der Roller und die DVDs und halt für mich halt die Autoplane. Wie gesagt, da habe ich sehr wenige von den Dingern. Und ich versuche momentan da ein paar von auszutreiben, damit ich eben alle Autos, die ich in der Halle stehen habe, abdecken kann. Das heißt, ich muss den nur noch einmal waschen, weißt du? Aber in der Halle nach 2 Tagen fangen die an zuzustauben. So, dann bis zum nächsten Mal. Wir fahren jetzt sowieso ja zur Werkstatt. Ja, da gibt es kaltes Vitamalz. Ne? Das ist ja halt pisswarm, was wir hier haben. Also. Ich hab hier auch so wieder mal. Wir haben beide wieder, allgemein. Sie müssen auch hinein so von Mr. Dewey treffen hier. Übrigens ist ja nicht so tief für den Alltag, der geht noch, ne? Den kannst du über solche Rasenpisten hier noch fahren. Oh, ich glaube, wenn er tiefer wäre, wenn die Felgen auch sterben. Aber die Felgen nicht, aber wenigstens die hier, die Reifen, weil sie sich totschleifen würden. So, gut. Würde ich sagen, legt euch hin. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich hat es euch gefallen. Lasst gerne ein Abo, Kommentar, keine Ahnung, ein Bild von eurem Fahrrad ohne Gepäckträger da. Ja, runter.